jetzt die Analyse der ORF-Sommergespräche im Nachgespräch. Jeden Montag, wenn es Nacht wird über Wien, dann versammelt sich bei mir eine kleine, feine Runde, um über das ORF-Sommergespräch zu diskutieren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Fein sind, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Haben Sie es vielleicht selber gesehen, das ORF-Sommergespräch heute Abend mit FPÖ-Chef Norbert Hofer? Wenn nicht, kein Problem. Wir liefern Ihnen gleich noch einmal die prägnantesten Ausschnitte aus dem Gespräch und reden darüber. Zum Beispiel, wie Norbert Hofer die Spätfolgen von Ibiza verdaut, wie er heute mit Heinz-Christian Strache umgeht oder wie er die Partei aufstellen will. Und wie gewohnt sitzt auch heute wieder einer mit in der Runde aus dem quasi erweiterten Kreis der Parteisympathisanten. Ich freue mich, dass Christoph Pöchinger heute hier ist. Er ist Politik- und Strategieberater und war früher auch einmal Pressesprecher einer FPÖ-Justizministerin, wenn ich mich recht erinnere. Herzlich willkommen und danke fürs Mitmachen. Dann begrüße ich den Mann, der mit seinen Fragen Politiker mehr in Bedrängnis bringen konnte als der härteste Interviewer, der Kabarettist, Philosoph und Host des ORF-Formats Gute Nacht Österreich, Peter Klieren. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Rhetorikstrategin Tatjana Lackner wieder dabei ist. Sie ist für die rhetorische und körpersprachliche Analyse des Gesprächs zuständig. Danke fürs Mitmachen. Sehr gerne, guten Abend. Und die innenpolitische Analyse, die besorgt in bewährter Weise mein Kollege Hans Bürger, Innenpolitik-Ressortleiter beim ORF. Danke, Hans, und herzlich willkommen. Danke, sehr gerne. Ich werfe gleich wieder die erste Frage in die Runde. Nach einer allgemeinen Einschätzung dieses Gesprächs, haben wir da einen sehr starken Norbert Hofer gesehen, von dem man das Gefühl hat, er hat das Ruder in der Partei wirklich in der Hand? Also ich habe einen Hofer, Norbert Hofer gesehen, der vielleicht nicht so sehr in die Tiefe gegangen ist, aber zumindest sehr tiefenentspannt gewirkt hat. Einverstanden mit dieser Analyse, Peter Klieren? Ich habe vor allem sehr viel Rauch gesehen eigentlich im Laufe der Sendung, was für mich in Ordnung geht, weil die FPÖ eine Raucherpartei ist. Okay. Ich hoffe, dass der Nebel sich lichten wird durch unsere Analyse des Rauches, den wir gesehen haben. Na, ganz grundsätzlich, ich glaube, das ist vielleicht sogar weniger nicht überraschend, dass das vielleicht anmutet, wenn man einen FPÖ-Sympathisanten, wie Sie mich vorgestellt haben, einlädt. Ich glaube, dass es ein sehr gutes Sommergespräch war, nicht nur, weil der Parteiobmann entspannt war, wie Sie richtig sagen, sondern, glaube ich, insgesamt der Flow war deutlich besser als die letzten Sommergespräche. War sehr informativ, hat viel ausgesagt. Tatjana Lackner? Unaufgeregt, rhetorisch sehr schnell, sehr wendig und schon immer noch so ein bisschen der Wolf im Schafspelz. Wir werden uns jetzt einige Ausschnitte anschauen. Es hat sich das Gespräch ja so in der ersten Hälfte sehr stark mit den Maßnahmen der Regierung in Sachen Corona befasst. Und da war es eigentlich ganz interessant zu hören, dass Norbert Hofer zu diesem Thema immer auch ein paar andere Dinge ins Treffen führt und sehr weit ausholt, um Corona nicht für sich allein stehen zu lassen. Hören wir mal in einen Ausschnitt hinein. Politik muss immer handeln, aber auch mit Maß. Wenn man jetzt zum Beispiel zurückdenkt, 20.000 Tuberkuloseerkrankungen in Ägypten in den Jahren davor, da gab es auch keine Beschränkungen, Warnungen und so weiter und so fort. Ich bin sehr dafür, dass man sehr, sehr vorsichtig mit dem Virus umgeht und auch die richtigen Maßnahmen setzt, aber eben nicht überzieht. Wir könnten ja aus dem gleichen Grund sagen, es gibt in Wien viele Fälle, wir machen hier eine Reisewarnung, das wäre genauso falsch. Tut es sich der Hans Bürger, wenn wir jetzt zurückdenken, und wir werden uns da schon noch einige Ausschnitte dazu anhören, ein wenig schwer mit der Argumentation, denn wir erinnern uns alle, dass die Freiheitlichen die Ersten waren, die ganz, ganz massiv, ganz harte Maßnahmen gegen Corona gefordert haben und jetzt sagen müssen, das braucht man eigentlich alles in der Dimension gar nicht so. Aber welche Opposition hat es derzeit nicht schwer auf der ganzen Welt? Sie müssen eine Gegenposition beziehen. Das haben die Freiheitlichen versucht, auch wenn sie sich damit natürlich widersprechen mit dem, was Kickl etwa im März gesagt hat, der die Grenzen dicht machen wollte. Man hatte schon im Hinterkopf, jetzt werden die Panzer auffahren. Natürlich ein kompletter Strategiewechsel, aber schon auch ein wenig das Ohr am Volk. Denn natürlich ist die Stimmung in der Bevölkerung schon auch eine, die sagt,
wir wollen wieder frei leben. Und genau da schaut die FPÖ drauf. Und die Vergleiche mit den anderen Erkrankungen war natürlich auf den ersten Blick sehr geschickt. Wenn man dann natürlich nachbohrt, dann kommt man drauf, dass man das natürlich nicht alles vergleichen kann. Er hat es dennoch gemacht. Ich würde das noch mal gerne abrufen, weil wir können uns das anhören, wie er da die anderen Krankheiten noch ins Treffen führt. Und mittlerweile können wir vielleicht auch die Gelsen vertreiben, die uns mittlerweile da ein bisschen belästigen, und hören uns an, dass wie Norbert Hofer Corona mit anderen Krankheiten vergleicht. Wir haben damals nicht gewusst, was auf uns zukommt. Deswegen war die Maßnahme damals auch richtig. Heute wissen wir viel mehr über das Virus, als damals der Fall war. Und ich sage noch einmal, man muss schon vergleichen. Wir haben 1,5 Millionen Menschen, die an TBC sterben, pro Jahr. 1,5 Millionen. 700.000, die an AIDS gestorben sind. Wir haben 10.000 HIV-Fälle in Österreich, 2.500 Tote. Wir haben 600 TBC-Erkrankungen. Also alles das wird völlig weggewischt. Oder 4.500, die an Krankenhauskeimen sterben in Österreich. 4.500. Und ich möchte gar nicht wissen, sagen, dass das Coronavirus auch harmlos ist? TBC ist ja auch nicht harmlos. Ja, aber Sie stellen das jetzt so hin, als würde Corona da jetzt Krankenhauskeime sind auch nicht harmlos. Ja, ist auch sehr, sehr gefährlich. Was ist das für eine Strategie, Herr Böchinger, da diese anderen Krankheiten ins Treffen zu führen? Ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass es, wie soll ich sagen, auch den Tatsachen entspricht, dass man aufpassen muss. In einer, das ist ein bisschen eine politische Analyse und wenig Analyse des Sommergesprächs, dass man nicht vergisst, dass es andere Krankheiten auch noch gibt und dass es Vorsorgeuntersuchungen gibt. Darmkrebs ist so ein Klassiker, wo man viel machen kann mit rechtzeitiger Vorsorge und wo man schon die Angst haben muss, seitens der Ärzteschaft, auch seitens der Patienten, zu denen ich heute eher gehöre, dass das vernachlässigt wird und dass man quasi etwas produziert, dessen Nachwehen wir erst in Monaten oder Jahren vor Augen haben. Ich glaube, das spricht Norbert Hofer an. Und ich glaube, da hat er halt einfach auch recht. Aber es ist schon ein bisschen die Kommunikation, stirbst nicht an Corona, stirbst vielleicht an TBC oder an Lungenkrebs, ja, oder sonst irgendwas. Ja, natürlich, also, das ist schon auch etwas, was man insgesamt, glaube ich, da hat er auch recht, das Freiheitliche. Man muss sich schon auch irgendwie überlegen, wie will man leben, wie will man das Leben bestreiten, oder bis wie es sowieso will man sterben, endet. Ne? Mhm. Aber ich finde auch, da hat er einen guten Punkt erkannt. Und ich glaube nicht, dass es nur ein plumper Strategiewechsel ist, im Sinne von Hauptsache dagegen sein, weil vorher waren wir dafür und jetzt sind wir dagegen. Sondern er sieht schon auch das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Na klar, muss man am Anfang harte Maßnahmen setzen, hat die FPÖ auch gefordert, hat auch er gefordert. Nur irgendwann gibt es einen Punkt, wo man sagt, wir müssen aufpassen, wir die komplette Wirtschaft trainieren. Da muss man wieder eher aufmachen. Ich glaube, das war schon durchaus eine, zumindest intuitiv richtig gesetzte Handlung, wie die FPÖ oder er das damals auch gesehen haben. Und vor allen Dingen aus der Kommunikation ein rhetorischer Punkt. Wir wissen, dass Norbert Hofer Rhetoriktrainer war. Das ist die 3B-Strategie. Beschwichtigen, natürlich auch schauen, dass man bemitleidet und bagatellisiert. Also das ist ein ganz klares Ding, sobald jemand einen Punkt setzt, sofort zu sagen, ja Moment, aber wir haben ja auch das und das. Das ist ein klassischer Zug, das beherrscht er. Das ist ja das, was ich meine. Und hier kommt wieder ein Tafel. Dass es schon ein bisschen ein Wolf im Schafspelz ist, der rhetorisch versiert ist und ganz genau weiß, wo muss ich beschwichtigen, wo bagatellisiere ich. Peter Klern, kommt so eine Strategie gut an bei den Leuten, Ihrer Einschätzung nach? Ja, ich möchte da dem Hans Bürger eigentlich schon recht geben. Ich glaube schon, dass die Freiheitlichen das Ohr nahe an der Stimmung der Bevölkerung haben. Insofern ist es verständlich, ist auch dieser Kurswechsel verständlich. Für mich persönlich ja nicht überraschend, dass sich die Blauen auf das Thema Corona stürzen, weil Corona und die FPÖ hat doch einiges gemeinsam. Bei beiden gibt es ständig neue Verdachtsfälle. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, ein klarer Hinweis darauf, dass da für die Blauen was zu holen ist. Ne? Interessant auch, wie sich Norbert Hofer zum Thema Impfpflicht äußert. Er sagt, er ist gegen eine Impfpflicht, die offensichtlich ohnehin niemand vorhat. Trotzdem beharrt er darauf, das immer wieder zu sagen. Er hat es auch mehrfach wiederholt und wir können uns mal seine Argumentation dazu anhören. Also was ist da schon alles gesagt worden? Die Grenzen werden nicht geschlossen. Die Grenzen wurden geschlossen. Es wird keine Maskenpflicht geben. Es kam zur Maskenpflicht. Es gibt keine Ausgangssperren. Dann haben wir gesagt, haben wir gehört, man darf nur mehr für 4 Gründe das Haus verlassen. War verfassungswidrig. Also ich glaube das alles nicht mehr. Die Experten der Regierung sagen, eine Impfpflicht wäre gut. Herr Stelzer, der Landeshauptmann aus Oberösterreich, sagt, er ist für die Impfpflicht. Dosko Zell in Burgenland sagt, er ist für die Impfpflicht. Also Randy Wagner ist gegen die Impfpflicht. Ich glaube, dass er, aber sie ist nicht in der Regierung. Also ich glaube hier gar nichts mehr. Aber die Regierung, die entscheidet und die sagt, es kommt keine Impfpflicht. Ja, und es gibt auch keine Maskenpflicht und es wird keine Mauer gebaut und es wird, ich weiß nicht, alles Mögliche schon gesagt worden in der Politik. Ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Also
Ist das eine Selbstkritik, weil er sagt, es wird keine Mauer gebaut und dann hat er sich im Burgenland doch eine hingestellt? Das kann ich jetzt auch nicht genau beurteilen, aber diese Strategie, Hans Bürger, zu sagen, ja, ich bin gegen etwas, das gar nicht geplant ist, kommt uns ein wenig bekannt vor, oder? Oder ist das klassische Oppositionspolitik? Wie kann man das einschätzen? Na, man merkt, wenn die Maschine Hofer aufgezogen ist, dann geht sie endlos. Ja? Also auch bei den Krankheiten habe ich eigentlich noch gewartet darauf. Es gibt ja auch so und so viele Verkehrstote, es gibt so und so viele Selbstmorde, es gibt so und so viele Herzinfarkte. Also das geht ja endlos. Und ich glaube, man muss ihm sagen, oder man könnte ihm hier und von hier aus sagen, Corona ist was anderes. Und die Freiheitliche Partei muss natürlich sehr aufpassen. Momentan, glaube ich, trifft er den Punkt ziemlich genau. Weil die Stimmung in der Bevölkerung ist, es ist lästig. Diese ganzen Maßnahmen sind lästig. Wenn aber der Herbst kommt und die Zahlen gehen weiter nach oben und wir sehen ja, dass wir einen Rekordzuwachs weltweit haben, dann muss man aufpassen, dass sie nicht zu den Verharmlosern werden. Denn die mündigen Bürger in diesem Land, die spüren schon ganz genau, jetzt wird es gefährlich, jetzt will ich nicht, dass jemand sagt, wir bleiben liberal, wir lassen alles offen, keine Masken, nichts. Das kann ins komplette Gegenteil kippen. Und wir haben ja gesehen, wie die Österreicherinnen und Österreicher reagiert haben, nämlich unglaublich diszipliniert. Und wenn ein Herbst kommt, der hart wird, dann werden die Österreicher eher, glaube ich, wieder jenen vertrauen, die auch harte Maßnahmen setzen. Ja, bin ich also absolut bei Hans Bürger. Ich glaube auch, dass es eine Doppelstrategie ist, rhetorisch zu sagen, also siehst ja und das und was die uns alles versprochen haben. Ja, also man nennt es Good Terms, das heißt Abnicker in der Bevölkerung zu schaffen, wo jeder sagt, ja stimmt, das haben sie ja wirklich gemacht. Und auf der anderen Seite auch hier wieder sehr schnell rhetorisch zu reagieren, auch sehr schnell zu bagatellisieren. Das ist natürlich so eine zweischneidige Geschichte, absolut. Aber es ist ja auch zur Sprache gekommen in dem Gespräch, Herr Böchinger, die Frage, nimmt man eine solche Position ein, weil man das Gefühl hat, in der Bevölkerung gibt es eine ordentlich große Gruppe, die dieser Meinung ist und dann bezieht man halt als Politiker diese Position, um sich dort die Stimmen abzuholen. Das ist ganz bewusst strategisch so gesetzt. Ich glaube, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, auch in diesem Kreis, dass wir nicht alles etwas überanalysieren und überinterpretieren. Ich glaube sehr wohl, dass Politiker, und ich glaube, da gibt es gerade bei den Freiheitlichen noch ein gerüttelt Maß davon, und ich glaube, der Hofer ist einer davon, die aus intuitiven, aus erlerntem Handlungen setzen. Und ich glaube, er hat ein gutes Gespür dafür entwickelt, dass sehr wohl es viele liberale Kräfte gibt, die sagen, ganz egal, wie diese Krankheit sich entwickelt oder diese Pandemie sich entwickelt, ich will das nicht, dass der Staat zu sehr bei mich bestimmt. Und dann muss ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, man kann nicht zu liberal sein. Man kann nie zu liberal sein. Ich glaube, man muss sehr wohl dem Bürger auch das Gefühl geben, man muss es ihm geben. Entschuldigung, es gibt aber auch Schweden. Ich werfe es jetzt nur dazwischen. Ja, wo die Todeszahlen fünfmal so hoch sind, bei einem Land, das eine Spur kann. Das muss ich ganz ehrlich sagen, Gret, wenn die zweite Welle wirklich kommt, von der man uns auch immer weiß macht, sie kommt, dann bin ich gespannt, wie die Schweden vielleicht doch besser dastehen, ohne dass ich wirklich Experte bin. Mhm. Zumal sie diese Herdenimmunität deutlich weiterentwickelt haben als wir. Also ich glaube, da ist, wie so schön Obers heißt, der Käse noch nicht ganz gegessen. Also. Aber das ist auch so ein bisschen ein Argument zum Hoferpreis, wirklich. Nein, aber oder? Ich muss wirklich sagen, mich beeindruckt das, dass er genau gegen den echten Populismus derzeit argumentiert. Das müssen wir uns schon vor Augen halten. Wo ist denn der wirkliche Populismus? Der echte Populismus ist der sagt, ihr müsst alle Masken auftun, ihr dürft euch nicht mehr treffen, das ist alles ein Wahnsinn, ihr werdet alle sterben. Wir werden alle einen kennen, der an Corona gestorben ist, haben wir vor kurzem nur gehört, das ist Gott sei Dank alles nicht wahr. Und da stellt sich er dagegen und sagt relativ mutig zu wissen, dass das die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht hören will, das, was sie denkt. Und das ist sicher nicht zu strategisch, sondern ich glaube, das ist sehr intuitiv und er meint das ernst. Und das holt mich schon mal ein wenig ab. Aber es gibt ja auch dann bei der Impfpflicht ist er dann gefragt worden, sozusagen auch als Solidarität, Vorbildwirkung zu sagen, man ist ja auch als nicht geimpfter Mensch ein Gefährder möglicherweise. Aber da ist er sehr klar eigentlich und sagt, da lasse ich mich nicht reinreden bei der Impfpflicht, ich tue, was ich will und ich lasse mich nicht impfen. Kann man so eine Position als Politiker, jetzt sage ich einmal, ungestraft vertreten? Also da habe ich jetzt nicht unbedingt ein Problem damit, weil es ja in Österreich keine Impfpflicht auch für keine andere Impfung gibt. Also von dem her, und es gibt viele tödliche Krankheiten und auch da gibt es einfach keine Impfpflicht. Bis jetzt. Ne? Wir haben uns als Gesellschaft einstweilen darauf geeinigt, dass das
nicht so sein soll. Aber es ist, also es wirkt, das hat auch sehr gut gemacht. Also ich finde, da hat er Hauch auf die Stimme gelegt und klar gemacht, das soll jeder selber entscheiden. Also durchaus etwas, wo dann auch die Vorbildwirkung im Raum stand. Ich finde, also aus diesen kleinen Versuchen einer Falle ist er sehr schnell herausgekommen. Da war er wendig. Aber das ist schon ein bisschen die Argumentation, die wir von Donald Trump kennen, von Bolsonaro kennen. Setzt er sich da eher irgendwie auf diese Linie? Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer mit dem Ausdruck, die FPÖ ist eine rein liberale Partei. Also der Innenminister Kickl war alles andere als liberal. Also der wollte einen starken Polizeistaat. Also, das ist völlig richtig, aber also, steht jetzt doch nicht so. Das ist mein Kind Obmann. Ja. Es wird jetzt ein bisschen so getan, dass die Freiheitliche Partei sind so ein bisschen die böseren Neos. Ja. Also auch liberal, aber halt ein bisschen härter. Aber ich glaube, dass diese Strömung gibt es auch in der Freiheitlichen Partei. Ja, die Strömung gibt es vielleicht schon. Ja, aber damit hat die Freiheitliche Partei nie Erfolg gehabt. Also der sozialliberale Kurs des Norbert Steger war nicht der mit Abstand erfolgreichste, sondern erst der von Jörg Haider in Fortsetzung von H.C. Strache. Und dann Kickl. Also wenn die Freiheitlichen jetzt plötzlich mit der total liberalen Linie Erfolg haben wollen, glaube ich, wird es extrem schwierig. Ja, total liberal. Ich meine, diese Form von Liberalismus, wie die Neos ihn irgendwie auch aufbauen und zur Partei gemacht haben, ich glaube, das ist tatsächlich nicht das, was die Freiheitliche Partei in der Genetik trägt. Aber den Liberalismus, der halt einfach 1848 abgeleitet war, das klingt ein bisschen abgenudelt, ich sage es trotzdem, uns zu Bürgerrechten gebracht hat, die Abkehr vom totalen Klerikalismus, die Abkehr von der Monarchie, ja, natürlich ist das etwas, wofür auch die FPÖ steht. Aber wir hätten Kickl heute was anderes gehört, also wesentlich scharfzüngiger. Da ging es auch beim Lockdown um sofort, scharf und kurz. Also da war jetzt schon wieder das sehr verbindlich. Und bei Hofer klingt es natürlich anders als bei Kickl. Also ich glaube, der meistleidende Zuschauer heute bei dem hoffentlich Millionenpublikum war sicher Herbert Kickl. Ja, also oder auch nicht, weil er sich dachte, das mache ich besser. Haha, ich komme dann bald. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, dass der da heute gesessen wäre, was der für ein Donnerwetter losgelassen hätte gegen die Bundesregierung, arme Simone, ja, weil da wäre sie kaum zu Wort gekommen, wenn sie ihn nicht 100-mal unterbrochen hätte dann. Wobei dieses Donnerwetter von sich lässt in den sozialen Medien oder im Internet, gibt es in Corona-Wahnsinn.at, ich meine, das ist auch keine Seite, die eine liberale Partei macht, sondern das macht eine Partei, die versucht, da möglichst viel Gewinn draus zu ziehen. Schwingt natürlich etwas Zynismus da mit herein, wenn Sie das so analysieren. Ich glaube, das ist gar nicht. Natürlich, dann fragen wir, wo die Freiheitliche Partei steht derzeit. Ja? Also Herbert Kickl gibt sich rhetorisch die Kante und dagegen wirkt Norbert Hofer wie Kickls Tante. Ja, ich sage mal trotzdem, wir sollten festhalten, wir haben ein Sommergespräch vom Norbert Hofer zu analysieren und ich glaube, er hat das auch heute klar gemacht. Er ist klar der gewählte Bundesparteiobmann. Aber die Frage mit der Doppelspitze, das ist mittlerweile auch... Das führt uns genau eigentlich hin zum zweiten großen Thema. Wie steht die FPÖ jetzt da? Wie tut sich Norbert Hofer in dieser Partei? Wie will er sie aufstellen? Und da ist er auch nach der Doppelspitze gefragt worden und das war seine Antwort. Das Vokabular der Doppelspitze, Herbert Kickl ist Clubobmann und ich bin Bundesparteiobmann. Wir haben ja auch in anderen Parteien Clubobleute und Bundesparteiobleute und jeder nimmt seine Aufgabe wahr. Dass wir hier einen besonders starken Clubobmann haben, das mag einige stören, mich freut es. Echt? Entschuldige, wenn ich das sagen darf, damit habe ich gemeint, die Raucherpartei, ne? Den ganzen Abend voller Rauch. Also, jetzt bei dem Ausschnitt zu sehen, voller Rauch, aber brennt es auch in der FPÖ ein bisschen zwischen den beiden? Man sieht die ja nie gemeinsam oder so. Das ist ja keine Doppelspitze im Sinne von, da ist ein starkes Team, das sich gemeinsam stellt. Es gibt keine Doppelspitze. Es gibt einen gewählten Bundesparteiobmann und der hat das auch sehr gut gemacht. Also den Herbert Kickl mehrmals sehr positiv auch erwähnt. Dass er die Polizeipferde auch erwähnt, statt dem Rauchen, was ihm lieber ist. Das ist so ein bisschen das für den Herbert Kickl. Er sagt aber ganz klar, die Compliance-Geschichte macht Dr. Manfred Heimbuchner, dem vertraut er diesbezüglich und die Erneuerungsgruppe wird vom Welser Bürgermeister, vom Dr. Andreas Rabel, angeführt. Er sagt auf gut Deutsch, ich habe überall meine Soldaten sitzen und die machen letztlich das, was ich will und nicht das, was Herbert Kickl will. Aber also, glaubt man ihm das? Weil da hat man doch das Gefühl, Hofer ist der Mann mit dem besonderen Nichts. Also das ist doch, glaubt man ihm das tatsächlich? Also nämlich nach vielen Dingen, die Kickl ja letztlich sagt, wo man sagt, okay, also da hört man dann schon zu, die einen, weil sie das Gefühl haben, um Gottes Willen hat der das wirklich gesagt, die anderen, weil sie das Gefühl haben, Herbert, wunderbar. Ich glaube, das ist auch nicht besonders leicht, mit dem Herbert Kickl zusammenzuarbeiten. So stellen wir das jedenfalls vor, ne? Mit einem Mann, dessen Hauptdevise lautet mehr Hass. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt irgendwie aufklären soll. Ich glaube, wie gesagt, das kann man wiederholen. Ich glaube, dass es eine relativ klare Sache ist, wer in der FPÖ
bundesweit den Ton angibt. Manfred Heimbuchner hat, glaube ich, letzte Woche in einem News-Interview gesagt, Norbert Hofer wird das so lange machen, solange er das will. Und ich sage mal, wenn der Bundesparteiobmann sagt, ich mache das und mache das gerne und die stärkste Landesgruppe das unterstreicht, ich glaube, dann haben wir fertig. Aber Herr Pöchinger, warum redet man bei Hofer immer automatisch auch mit Strache, automatisch von Kickl, automatisch von Heimbuchner? Bei Kickl redet man von Kickl. Wenn einem Kickl gegenüber sitzt, das ist eine andere Situation. Hans Bürger, hat der Norbert Hofer diese Partei wirklich weitergebracht in diesem Jahr seit Ibiza? Oder seit der Wahl nach Ibiza? Naja, wenn wir die Zahlen sehen, nein. Also die Wahlen, die nach der Ibiza-Affäre waren, sind alle mit negativen Vorzeichen ausgegangen. Und wir werden, glaube ich, noch darauf zurückkommen, aber am authentischsten war er ja bei der Frage, ob er gerne lieber Verkehrsminister oder lieber Bundespräsident wäre. Und da hat er sich klar geäußert, ohne es klar zu formulieren. Und was wir da heute gesehen haben, ist aus meiner Sicht eine Verlängerung des Bundespräsidentschaftswahlkampfes, wo der Kollege Klien ja viele nette Interviews auch mit dem Herrn Hofer geführt hat. Und wo er auch nett geblieben ist. Er ist ja jemand, der durchaus wahrscheinlich auch bei seinem Klientel extrem sympathisch drüber kommt. Aber, und jetzt sind wir beim großen Aber, beim typischen FPÖ-Wähler, der da jetzt eine harte Linie will, da bin ich mir nicht so sicher. Und vergessen wir eines nicht, wir haben momentan kein wirklich großes FPÖ-Thema. Hätten wir eine zweite Flüchtlingswelle oder was auch immer für ein FPÖ-Thema, aber bleiben wir jetzt halt bei diesem Thema, da müsste Hofer extrem aufpassen, wenn er da zu sanft argumentiert. Das macht die Schwierigkeit aus im Augenblick für die FPÖ. In einer Krisensituation tut man sich, Herr Bürger hat schon gesagt, als Oppositionspartei einfach schwer. Und dazu kommt natürlich, ist für die FPÖ jetzt größer noch das Thema, als es sowieso die letzten 70 Jahre ständig gewesen ist, das Thema Vergangenheitsbewältigung. Also wie gehe ich um mit dem, was passiert ist, um Ibiza herum, nach Ibiza? Das trifft halt die Wählerschaft. Ja, aber rhetorisch super gemacht, finde ich, hat er das mit den 27 Fehlern. Und das kam dreimal, hammer the message, die Verordnungsgeschichten und Grund- und Freiheitsrechte, die genommen werden. Und das hat er ganz souverän, rhetorisch gut gesetzt. Aber natürlich, und das wissen wir auch von ihm, von wegen Wolf im Schafspelz, Lächeln kommt schon manchmal bei ihm vorm Beißen. Also wir wissen schon auch, dass er jemand ist, der dann im Zweifelsfalle sagt, Sie werden sich wundern, was alles nur geht. Also es gibt ja auch eine zweite Seite auch. Aber wo war heute der Wolf? Der Wolf war heute nur da, ganz kurz ist er rausgeblitzt, wo er klar gemacht hat. Und darum finde ich das völlig richtig, was du sagst mit dem Bundespräsidentschaftswahlkampf. Aber der liebere Gegner wäre eben Rudi Anschob. Also da haben wir schon gesehen, das wäre easy dann. Also die Passage würde ich mir gerne noch ein bisschen aufsparen und würde ganz gerne noch ganz kurz über seine vorsichtigen Versuche der Regierungskritik sprechen. Er hat das einmal kurz angesprochen, da hat er ein bisschen wehmütig zurückgeschaut in die Zeit der türkis-blauen Koalition und über die jetzige Regierung auch einen Befund geäußert, und zwar diesen. Die Koalition hat sehr gut funktioniert. Es tut mir leid, dass die Zusammenarbeit beendet ist, denn viele Dinge, die wir jetzt erleben, hätte es mit uns in der Regierung nicht gegeben. Die Grünen gibt es ja praktisch nicht in dieser Regierung. Die haben sich irgendwie aufgegeben. Es gibt eine türkise Alleinregierung mit einer Ausnahme. Der Gesundheitsminister, auch die Regierungsmitglieder, also schauen wir, welche Personen ich da jetzt tätig sind. Eigentlich eine Frau Danner, die sagt, Airbus wird mich noch kennenlernen, Airbus kennt die Frau Danner bis heute nicht und so weiter. Das ist keine Qualität, das wäre bei uns anders gewesen. Ich glaube, da hört man ganz klare Bitterkeit heraus, ne, die man auch ein bisschen nachvollziehen kann. Ne. Der Sebastian Kurz hat mir ja nicht nur das Regierungsprogramm gestohlen, sondern ein bisschen später auch noch das Herz. Und seither schwimmen die halt, seither hängen die in der Luft und geht da irgendwo nichts weiter. Ne? Aber das ist schon ein Punkt gewesen, wo man sich vorstellen kann, dass die Regierungskritik von Herbert Kickl sehr viel schärfer ausgefallen wäre. Und vielleicht auch ein wenig die Frage, will er da schon mehr lieber Bundespräsident sein als Oppositionspolitiker? Ja, er hat sich ja selber seinen Gegner schon ausgesucht. Nicht? Er hat gesagt, wenn ich gegen den Anschober antrete, werde ich ihm sagen, du hast das geschafft, oder Sie haben es geschafft, in einer Verordnung 27 Fehler einzubauen. Also er hat ja praktisch den Wahlkampf schon begonnen gegen Anschober, ohne zu wissen, ob der jemals antritt. Ob das so gescheit ist, bin ich mir ja nicht sicher. Nicht? Wenn ich jetzt schon den Namen Anschober beginne ständig zu thematisieren, das kann ja der
freiheitlichen Partei nicht helfen. Aber und im Falle Zanner hat er völlig recht. Also muss auch sagen, wo er einfach recht hat. Nein, das ist jetzt nicht, wahrscheinlich nicht die Ministerin, die am allermeisten aufgefallen ist mit Erfolgen. Und das ärgert ihn natürlich. Und genau in der Position als Bundespräsident könnte man ja dann schon wieder etwas empfehlen. Also das und sehr gerne dann gegen den, den man sich aussucht. Herr Böchinger, macht er schon Bundespräsidentschaftswahlkampf? Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn es ganz sachlich betrachtet, das Nennen vom Gesundheitsminister in dieser Rolle ist, glaube ich, erstmal der Versuch, ihn als Lame-Duck zu positionieren. Ne? Der hat schon was anderes vor, der ist gar nicht mehr bei der Sache, der will gar nicht mehr Gesundheitsminister werden. Ich glaube, da überlegt sich Norbert Hofer ganz was anderes. Ich glaube nicht, dass Rudolf Anschober jemals als Bundespräsidentschaftskandidat zu sehen sein wird. Aber ich glaube, das ist eher der Move, in der Regierung zu Lame-Duck zu machen. Was jetzt einmal daherkommt, das ist die Wien-Wahl. Und das ist schon ganz interessant, denn Heinz-Christian Strache als FPÖ-Obmann hätte ein solches Sommergespräch ganz sicher genützt, um Wien-Wahlkampf zu machen. Das hat er gar nicht gemacht. Er hat über den Wiener Spitzenkandidaten Dominik Knepp kurz mal gesprochen und den folgenden Befund geäußert. Zunächst muss Dominik Knepp eine Suppe auslöffeln, die andere eingebrockt haben. Ich habe ihm gesagt, du, es ist nicht so wichtig, ob du bei dieser Wahl, ich weiß nicht, 12% machst oder 13 oder 14 oder 15, sondern du brauchst ein Ergebnis und eine Mannschaft, auf der du für die nächsten Jahre aufbauen kannst. Denn interessant wird für uns die nächste Wahl in Wien, weil die Partei sich hier wieder stärken muss, Kraft finden muss. Deine Kampfansage hört sich anders an, oder? Völlig klar. Und ich glaube, das ist im Gegensatz zu Heinz-Christian Strache, der wirklich von Wahl zu Wahl rannte, von Spitzenkandidaten sein zu Spitzenkandidaten sein, weil immer war es eher irgendwie, legt Norbert Hofer das viel langfristiger an, das Projekt. Er weiß auch, dass man jetzt einfach wirklich eine Depression hat, die tiefer nicht fallen kann. Ich muss man trotzdem auch sagen, 10% plus bundesweit nach diesem Desaster Ibiza und Spendenskandal ist es nicht so schlecht, sage ich es einmal. Aber Sie haben 10% minus gemacht. Ne? Nein, definitiv. Das ist keine Frage. Aber trotzdem, plus. Das ist etwas... Bitte? Nicht plus haben sie gemacht. Nein, sie stehen auf 10% jetzt. Absoluter Wert, sage ich mal, im bundesweiten Schnitt. Und er tritt an, um das langfristig wieder nach oben zu fahren. Er agiert nicht nach dem schnellen Erfolg. Er weiß genau, er braucht ihn noch nicht. Ja, vielleicht weiß er auch genau, er kriegt ihn nicht, weil das klang schon sehr, sehr resignativ aus meinen Augen. Defensiv. Absolut. Also, ja, gut, das hätten die Umfragen. Was man, was nein, nein, schon, aber das hätte, ich glaube, das hätte ein Strache nicht gemacht. Ja, keiner sowieso nicht. Dass er sagt, na ja, so 12-13% wären schon nett. Ich meine, die waren über 30%. Ja, aber Herr Bürger, Gegenfrage, wie sind Heider und Strache politisch geändert? Ne? Also, nein, schon. Vielleicht ist das genau der richtige Move, es mal anders zu machen. Ich hätte gar keine Zahl. Ich bin ja Gott sei Dank nicht in der Politik, aber ich glaube, das lernt man relativ rasch. Man sagt keine Wahlziele. Schon gar nicht nennt man ein Wahlziel, das um 60% oder 70% niedriger liegt als bei der letzten Wahl. Das habe ich nicht verstanden. Ja. Also, warum und von man das wegen macht. Wolf im Schafspelz, er hat Dominik Knepp den Teppich ausgerollt, aber nicht ohne dazu zu sagen, naja, also Knepp ist jetzt wenigstens jemand, der mehr antritt ohne Schnappatmung, was eine klare Retour in Richtung Strache ist. Wir wissen, dass Strache nach jedem Wahlkampf, in jedem Wahlkampf heiser war, mit seiner Luft nicht ausgekommen ist. Also selbst da, während er so nett agiert und den einen lobt, gibt sofort ein Watschen für den anderen. Das ist rhetorisch natürlich, und das muss man auch ehrlich sagen, das ist rhetorisch gelungen, klar. Aber es ist natürlich trotzdem ein Problem. Dem Dominik Knepp geht es ja heute so wie heute, sagen wir, ein Bergsteiger am Mount Everest. Der ist zwar ganz oben, aber es kennt ihn trotzdem keine Sau. Ne? Das ist, glaube ich, eines seiner großen Probleme. Und, so wie die Frau Tanner bei Airbus, ja. Wobei ich mir denke, die haben ihn ja nur deswegen in die erste Reihe geschoben bei der Wiener FPÖ, weil sie einfach sonst niemanden gefunden haben, von dem es keine Jugendfotos mit Hitlergruß gibt. Ne? Da blinkt der Gastgeber der Sendung Gute Nacht Österreich durch bei dieser Analyse. Aber was schon auch ganz interessant war, inhaltlich die Frage nach der Wahlanfechtung, wenn Heinz-Christian Strache kandidiert. Das klingt heute ein wenig anders als in den vergangenen Tagen, wo sich eigentlich Norbert Hofer zunächst ganz klar geäußert hat, gesagt hat, diese Wahl wird auf jeden Fall angefochten, wenn Heinz-Christian Strache kandidieren darf. Das wird in diesen Stunden, Tagen entschieden. Und jetzt klingt Norbert Hofer so. Schauen Sie, mir ist es relativ egal. Wenn die Wahlbehörde so entscheidet, dass er hier wahlberechtigt ist, dann wird er zur Wahl antreten und wird ein Ergebnis bekommen, das ihn wahrscheinlich nicht freuen wird. So glaube ich, wird es heute sein. Und wenn die Wahlbehörde anders entscheidet, dann wird es anders sein. Ich sehe das völlig ohne Emotion.
Na, mittlerweile hören wir aus der Wahlbehörde, sagt mir gerade die Redaktion, es soll so sein, dass Heinz-Christian Strache nicht aus dem Wählerverzeichnis gestrichen werden wird. Aber offiziell ist das noch nicht, aber es geht in diese Richtung. Und jetzt schon die Frage, dieses ein bisschen Hinunterspielen von Heinz-Christian Strache als Gegner, ist das strategisch klug? Ich würde so wahnsinnig gern direkt die Tatjana fragen, nämlich genau mit dem und sozusagen deine Frage weitergeben. Ist es überhaupt klug, als Politiker zu sagen, ich find's, ist das wurscht? Ich finde es besonders unklug, als jemand, der Nationalratspräsident war und eigentlich ganz genau wissen muss, dass wenn ich in Wien kandidieren will, dann kann ich halt nicht in Mexico City leben. Jetzt ist natürlich Klosterneuburg der 24. Bezirk von Wien gefühlt, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Ich finde diese Wurstigkeit auch, mir ist die auch nicht klar. Ich finde das auch nicht besonders elegant gemacht. Schlau natürlich zu sagen, na, wir werden es nicht anfechten, weil ihr bereits mit genug anderen gesprochen haben, die man vorschicken kann. Aber aus der Sicht des Nationalratspräsidenten, der schon wissen muss, was geht und was nicht geht, finde ich die vordergründige Wurstigkeit, kann ich auch nicht nachvollziehen. Bin ich völlig bei dir. Also ich stelle mir das so vor, ich habe eine Live-Analyse in der ZIB1 und Tarek Leitner fragt mich was und ich sage, mir ist das egal. Ja. Also wäre wahrscheinlich nicht, ich bin nicht Politiker, aber das verstehe ich nicht, warum er das macht. Er ist Bundesparteiobmann und sitzt im Nationalratspräsidium. Nicht? Also, aber sagt das auch über seinen Umgang mit seinem langjährigen politischen Weggefährten Heinz-Christian Strache aus, der für diese Partei so viele Erfolge eingefahren hat, der sie natürlich auch zerstört hat bis zu einem gewissen Grad mit Ibiza und der jetzt sozusagen als neuer Konkurrent da in Wien erscheint? Schaut irgendwie so aus, als hätte Hofer das gebrochene Herz, ganz ehrlich, weil... Sonst würde er ja mehr attackieren. Also, na, es hat ja damals ein Foto gegeben, erinnern wir uns. Kurz nachdem Ibiza war, haben sich ja die beiden zufällig bei einem Fest getroffen. Das habe ich irgendwie im Hinterkopf. Und da haben sie sich umarmt. Und das kann man dem Hofer ja gar nicht vorwerfen. Ich finde es ja wirklich schwierig mit jemandem, mit dem man über Jahrzehnte oder was weiß ich wie lange befreundet ja auch ist. Ja. Ich habe die beiden x-mal erlebt bei Diskussionsveranstaltungen, die sind ja auch immer zu zweit gekommen. Die und mehr als Nepp und Hofer, aber, ganz ja, klar. Es sind immer mehrere Leute gekommen. Ja. Das war eben nach Ibiza vor dem Spesenskandal. Also dieses Foto des Gades, ja, aber da ist schon noch etwas passiert, was die Partei durch massiv vererschüttert hat aus der Ibiza-Skandal an sich. Ja. Und ich glaube, danach hätte es solche Fotos... Das heißt, Sie können das praktisch so festmachen und bestätigen, ja, das war, das war der Handtaschenfall. Also die teure Handtasche, die damit Gucci. Angebliche. Ja. Also schon halt das Problem, dass man das Gefühl hat, dass jemand die Partei missbraucht, um ein oligarcheskes Leben irgendwie aufzuziehen, ne? Wo nicht mehr die Politik im Mittelpunkt steht, sondern das, was man selber gut lebt. Und wobei ich jetzt rhetorisch das Bagatellisieren von Frauenhandtaschen auch immer ein Problem finde, denn wir hatten das in der Regierung Bierlein und die Frau hat selber ihre Sachen verdient und hat sich das kaufen dürfen und da jetzt so zu tun, als wäre es nur die Handtasche, nein, das war viel, viel mehr als nur eine Handtasche von Mutti und der Gattin. Völlig richtig. Das ist ja thematisiert worden, der Mietkostenzuschuss und so weiter, ne? Aber die Frage auch, die gestellt wurde im Zusammenhang mit dem Spesenskandal, wenn man das so nennen möchte. Wir erinnern uns alle an die großen Ankündigungen von Norbert Hofer. Es werde jetzt eine große Compliance-Offensive in der Partei geben. Heute wird er darauf angesprochen und muss zugestehen, naja, das da wird entlang, also so nach dem Motto, da gründet man halt einen Arbeitskreis nach dem anderen, der ja, sich so mit dem Ding nicht beschäftigt. Aber es kommt nichts. Und man hat das Gefühl, es hat innerparteilich keine Konsequenz, die zumindest klar nach außen das kommuniziert. Das kommt vielleicht wirklich so rüber, ist aber gar nicht so. Ich weiß das zufällig, weil ich aus Oberösterreich komme und da ein bisschen noch in die Kommunikation eingebunden bin, dass eine wirklich große, international anerkannte Wirtschaftstreuhänderfirma, die das macht, und eine der größten Anwaltskanzleien in Österreich, also völlig fern von FPÖ-Mannschaften, auch das alleine ist ja bahnbrechend, die das macht und die brauchen genau diese Zeit. Aber wäre das rhetorisch nicht schlau gewesen, weil das finde ich ja durchaus interessant und völlig in Ordnung, diese Namen auch zu spielen, als zu sagen, wir haben noch nicht einmal einen Compliance. Die Namen weiß ich nicht, ob man sagen darf, ich weiß nicht, ob jeder Freude hat. Ja, aber immerhin so weit. Das macht der Herr Doktor, hat er gesagt. Ja, der Herr Dr. Heimbuchner ist da sicher auch der richtige Mann, den er nennen soll und darf und der auch federführend da... Aber er hätte gern mehr Details präsentieren können. Ne? Also definitiv, wäre möglich gewesen. Das hätte Dr. Heimbuchner vielleicht besser erklären können, aber er ist halt auch nicht in diese Ebene eingebunden, braucht er nicht, er ist Bundesparteiobmann. Ist okay. Gut, also die Wien-Wahl, Hans Bürger, wenn am Ende dieses Wahlkampfs oder wenn die Stimmen ausgezählt werden, Norbert Hofer sich dann hinstellen muss und sagen muss, ja, wir haben von den
mehr als 30%, die wir das letzte Mal erreicht haben, vielleicht gerade mal die Hälfte ins Ziel gebracht. Kann er dann von einem Erfolg sprechen, angesichts der Umfragen, die jetzt irgendwo so zwischen 8% und 10% in Wien liegen? Oder hängt das davon ab, wie stark Heinz-Christian Strache im Vergleich sein wird? Also ich glaube, wenn er 15 erreicht, wird er von einem Erfolg sprechen. Ja. Weil dann wird er sagen, die Umfragen waren zwischen 9 und 11 und 12. Und wenn wir dramatisch wird es aus meiner Sicht schon, wenn die Einstelligkeit kommt oder wenn es knapp über 10 geht. Also ich glaube, dass dann schon eine Diskussion losbrechen wird. Aber Hans, also hast du nur Drittel mal verlieren, darf ist, ich nur ganz kurz, ist wirklich zu der, viel, glaube ich. Der Tiroler Freiheitliche Abwärtsker hat heute gemeint, also wenn es in Wien eine echte Pleite gibt, dann wird man über die Besetzung in der Partei nachdenken und reden müssen. Kann es da auch dann sein, dass auch in der FPÖ dann Stimmen laut werden, die sagen, mit dieser Führungsmannschaft geht es halt nicht? Wie gesagt, also ich glaube, das hängt wirklich vom Ausmaß ab. Also wenn es von 30 auf 10 geht, glaube ich, haben sie eine Führungsdebatte, eine Obmann-Debatte, dass sie nur so gewaschen hat. In Wien? Ich rede jetzt nur von Wien. Ja, ich rede nur von Wien. Wenn es tatsächlich die von dir, wir sind ja per Du, angesprochenen 15% sind, dann kann man sagen, gut, über den Umfragen. Aber Hans, hast du nicht einmal gesagt, oder war das nicht irgendwie mal so Common Sense, dass es ohnehin in unserem Land 5 bis 6% gibt, die in die Richtung inklinieren, die sie von Haus aus als Fixwählertum haben? Das heißt, wenn sie einstellig waren, dann sind wir von 10% bis 9%, dann ist das natürlich nicht der große Wurf. Und das muss man auch mal ehrlich sagen. Wenn wir ohnehin 5 bis 6% haben, die von Haus aus da letztlich auch Stand-by sind, dann ist es schon die Frage, wie viel Prozent kommt man noch nach oben mobilisieren? Und ich meine, da wird man auf jeden Fall die besseren Rhetoriker brauchen. Und zu denen gehört ohne Zweifel Norbert Hofer. Also ganz auf den zu verzichten und zu sagen, wir haben zwar genug andere, rhetorisch gehört er schon zu den besseren Rednern in seiner Partei. Und er hat ja offensichtlich auch noch einiges vor. Er spricht im Zusammenhang mit der Planung seiner persönlichen Zukunft von einem Luxusproblem. Und das sieht folgendermaßen aus. Ich habe sowas wie ein Luxusproblem, weil ich muss mich entscheiden dann in 3 Jahren, wohin die Reise geht. Antreten bei den Nationalratswahlen, um die Partei wieder in die Regierung zu führen. Antreten bei der Bundespräsidentenwahl, Engagement im Burgenland. Und kann es nur so machen, dass ich das Beste gebe und dann mich richtig entscheide. Wenn der amtierende Präsident noch mehr kandidiert, dann hätte ich das nicht vor. Ich höre aber, dass es hier offenbar bereits andere Pläne geben soll, dass ein gewisser Anschober Kandidat sein könnte. Und das wäre ein Wahlkampf, der würde mich sehr interessieren. Also mangelndes Selbstbewusstsein kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen, oder? Das ist also, wie wenn sich der Herr Klien jetzt hersetzen würde und sagen, also ich habe 3 Optionen, 2023 Generaldirektor des ORF, Infodirektor des ORF oder Unterhaltungsdirektor des ORF und so wird es sein. Ja. Bin ja ein bisschen böse, dass Sie wird das möglicherweise ja auch so sein, aber es kann natürlich auch sein, dass überhaupt niemand was fragt. Also schauen wir mal. Und sich da herzusetzen und sagen, 2023 wäre ich eins von den drei, ganz sicher werden. Ja, oder Papst. Er ist Landesparteiobmann im Burgenland, das ist er jetzt schon. Er ist Bundesparteiobmann, er war Minister und er war endlich auch ein Kandidat der FPÖ fürs Präsidentschaftsamt, wo er sich mit Bravour geschlagen hat. Also so aus der Welt, finde ich, ist das jetzt nicht. Nein, schon. Aber wenn angenommen Heimbuchner wird Bundesparteiobmann und sagt, der Herr Hofmeier ist mir zu sanft, mit dem gehe ich nicht in die nächste Nationalratswahl, dann ist eine Option schon mal weg. Also, ich glaube, dass Hofer nur dann nicht sehr Bundesparteiobmann sein wird, wenn er beschließt, er wird Präsidentschaftskandidat. Das, ich glaube, sonst wird es bleiben. Wann werden wir das eigentlich wissen? Was glauben Sie? Ich nehme an, kurz vor der Präsidentschaftswahl. Aber ich nehme an, wenn Van der Bellen nicht kandidiert, dann... Aber das ist doch das Interessante. Interessant ist doch, dass er ganz klar macht, wenn Van der Bellen noch mehr kandidiert, und das ist doch jetzt die Frage, dann wäre mir das eine Nummer zu steil, denn daran bin ich ja tatsächlich auch schon mal zerschellt. Also ich finde, das ist ja schon irgendwo die Botschaft, denn wenn es wer andere ist, sagen wir Anschober, und den bringt er besonders gerne eher ins Spiel, der Anschober selber, ich habe es von dort noch nicht gehört, ja, dann würde ich das wäre ein interessanter Gegner. Ja, das ist genau das, was ich zuerst gemeint habe. Ich glaube, da geht es weniger darum, wer wird wirklich kandidieren, sondern darum, den Rudolf Anschober
schon mal ein bisschen die Lehmdacke umzuhängen. Ich glaube, der Rudolf Anschub hat auch zum ersten Mal gehört, dass er zum Präsidenten kandidieren wird. Aber nur, weil Hofer die Lame Duck gegenüber Van der Bellen war. Ja, jetzt muss man fairerweise sagen, gegen einen amtierenden Präsidenten anzutreten, das hat, glaube ich, noch nie wer geschafft. Und der Van der Bellen ist sicher nicht der schlechteste Bundespräsident, den wir jemals hatten. Aber er war ja vorher nicht Präsident, als er gegen ihn verloren hat. Aber jetzt ist natürlich klar. Und die Aussage wird aber dann vielleicht wiederum dem Herrn Van der Bellen einen Kick geben. Auch einen zweiten. Ja, ich glaube aber, damit das Robert Hofer auch signalisiert, dass er mit dem auch ganz gut kann. Ich glaube, die haben sich auch ein wenig arrangiert. Ich kann mich erinnern an die Angelobung, die auch der Bruder durchgeführt hat. Das war jetzt nicht so, dass die erbitterte Feinde wären. Gott sei Dank nicht. Haben ja auch lang genug zusammenarbeiten müssen in einem sehr ausufernden Wahlkampf, wie wir uns alle erinnern. Da wächst man zusammen. Ne? Ja, deswegen hoffen sie auf eine Frau, damit das alles ein bisschen... entkräftet wird. Offensichtlich sind sie in einem gewissen Maß zusammengewachsen, aber wir erleben ja gleichzeitig, während der Wien-Wahlkampf Fahrt aufnimmt, dann auch ab Anfang September, dann wieder die Aufnahme des Ibiza-Untersuchungsausschusses, von dem man das Gefühl hat, er beschäftigt sich mit sehr vielen anderen Themen und eigentlich weniger mittlerweile mit Ibiza. Kann das den Freiheitlichen dann, wenn vielleicht noch einmal große Teile dieses Videos veröffentlicht werden, kann das den Freiheitlichen oder Heinz-Christian Strache schaden oder unterscheiden die Leute das eigentlich gar nicht mehr so ganz genau? Also da kann ich jetzt, versuche ich eine ausweichende Antwort zu geben. Also weil ich glaube, dass ich sehr viel mit Menschen rede und auch sehr oft angesprochen werde zu Themen der Innenpolitik. Und ohne den Ausschuss jetzt irgendwie geringschätzen zu wollen, aber der ist in der Wahrnehmung der Menschen, soweit ich heute feststellen kann, relativ weit unten. Deshalb glaube ich, wenn sich das noch lange zieht und wann dann nicht wirklich was Konkretes herauskommt, dann schaut und nützt das überhaupt niemand mehr. Das ist einfach zu lange weg. Alles, was zu lange dauert, ist nicht aktuell. Und angenommen, es gibt eine Art Schuldzuweisung, es gibt ja, kann ja keine Verurteilung geben dort. Und wir haben gleichzeitig eine zweite Welle Corona, dann ist den Leuten das überhaupt vollkommen wurscht. Das heißt nicht, dass ich den Ausschuss nicht für richtig halte, aber die Breitenwirkung ins Volk hinein, ich glaube, das... Ich sehe das ganz genauso. Also Ibiza ist durch. Absolut. Das interessiert noch den Herrn Klenk und viele ernsthafte Journalisten. In der Journalistenblase ist das noch ein Thema. Wie geht's aus? Was stimmt da dran? Auch wenn das Video mal rauskommt. Auch wenn man das so sehen bekommt. Das Video ist uns zu lange vorenthalten worden. Das ist so wie mit der Schnitzelsemmel. Irgendwann, jetzt behalt's dir. Strache ist kaputt. Alles. Ich glaube, dass die Sache, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, die Handys, die alle noch bei den Staatsanwaltschaften liegen, vom Herrn Strache, vom Herrn Kurz, und so weiter, die bergen schon einiges explosives Material. Also für mich ist das nicht ganz stark, dass dann nicht nur irgendwas auftauchen könnte. Aber da ist ja schon was da. Da wissen wir ja schon einiges. Und da war kurze Zeit Aufregung. Ne? Ja. Das dauert 2-3 Tage, dann ist er wieder weg. Ja? Der Kickl hat ja immer gesagt, kann mich noch gut erinnern, es kommt die Bombe. Also es kommt noch irgendeine Bombe, die auf diesem Video drauf ist. Das ist seit einem Jahr. Das hat er unmittelbar nach dem 17. Mai in Journalistenkreisen war das Gerücht Nummer 1, die wahre Bombe, nämlich die gegen die ÖVP, kommt noch. Haben Sie es gesehen einmal, das Ibiza-Video, das Ganze? Ich kenne nur das, was heute kolportiert worden ist und ich glaube, das reicht auch. Ich glaube, in einer Zeit, wo man nach 10 Sekunden schon gelangweilt ist von solchen Sachen, egal was da drauf ist, es wird nicht mehr Sprengkraft bieten als das, was dieses Video hatte. Und ich glaube, den Untersuchungsausschuss sollten wir vielleicht trotzdem jetzt nicht ganz klein reden. Ich bin bei Ihnen, dass die Aufmerksamkeit deutlich weniger wird und es immer weniger Leute interessiert. Dennoch glaube ich schon, dass man politische Verantwortung hat, das weiter zu deklinieren. Und ich meine, ich möchte schon wissen, weil der Herr Norbert Hofer heute auch gefragt worden ist, wie war das mit seinen Aufsichtsratbestellern und so weiter. Jetzt haben wir einen ÖBAG-Chef, der sitzt alleine dort, allein verantwortlich, dirigiert de facto alle Staatsbeteiligungen und wir wissen eigentlich nicht genau, wie es um seinen Gesundheitszustand bestellt ist und wie er bestellt wurde. Das sind schon Fragen, für die der Ausschuss auch weiterhin... Aber angenommen, Thomas Schmidt, um den geht es ja, muss gehen. Stellen wir das einmal so hin. Ich glaube, die Aufregung ist nach ein paar Tagen wieder vorbei, weil die meisten fragen, wer muss gehen?
Und das ist ein bisschen das Problem bei diesen Dingen. Aber da Sie haben völlig recht. Aber es ist ja, wir sind jetzt nicht nur Analysten und irgendwelche Medien-Junkies, sondern wir sind ja schon Staatsbürger. Nein, nein, aber die Frage ist, dass diese ÖBAG von zwei Leuten ordentlich ausgewählt geführt wird. Die Frage von der Ingrid war, was glaubst du, sind die Auswirkungen? Mhm. Ja, ich sage ja nicht, was ist moralisch wichtig und richtig. Das ist Auswirkungen, wenn einer zurücktreten muss und zwei neu bestellt wird. Absolut, aber wir haben da heute sogar in dem Gespräch gemerkt, wie schwer es ist zwischen Aufsichtsratspflichten und Vorstandspflichten. Da haben ja sogar manche Journalistenschwierigkeiten, wo man da nicht vom Gleichen gesprochen hat. Also da hatte er ja ein relativ leichtes Spiel und das hat er auch gut trennen können in Wirklichkeit. Also es scheint ja gar nicht so leicht zu sein. Ich glaube, leichter verständlich ist dann möglicherweise die juristische Aufarbeitung aller Vorwürfe, die noch gegen Heinz-Christian Strache selbst sozusagen zu klären sind. Da gibt es ja noch einiges, das möglicherweise jetzt dann irgendwann einmal recht gesprochen wird. Kann ihm das in der Wahl mehr nützen, mehr schaden? Gibt es da einen Mitleidseffekt oder hätte an jedem passieren können Effekt oder alle diese Arten? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, das hat er eingepreist. Er hat nie gewusst, ob die Anklageerhebung eben noch vor der Wahl stattfindet, beziehungsweise weiß er es jetzt noch nicht. Ich glaube, dass man das mit diesem Märtyrereffekt und so weiter einpreist ein wenig. Ich glaube, dass da auch durchaus Strategien gibt von Gernot Rumpold, der wirklich ein ausgeschlafener alter Fuchs ist. Der hat sich da schon was überlegt dazu, davon gehe ich aus. Aber es ist halt wirklich die Frage, was bleibt da rechtlich dran? Ich meine, ich will es nicht beurteilen, aber es scheint schon mehr politischer Sprengstoff als rechtlicher Sprengstoff zu sein, was die da auf Ibiza zum Besten gegeben haben. Aber was mich wirklich schon wundert, wenn FPÖ gegen Strache kämpft jetzt, die sind 20 Jahre, 25, 30 Jahre miteinander gegangen, die müssen doch Sachen gegeneinander in der Hand haben. Und dass nicht ja, da noch irgendein Bomberl in die Höhe geht. Kämpfe ist relativ. Wie Sie das kann man sich zumindest wünschen. Ne? Wie Sie alle gesagt haben, Norbert Hofer ist ja da sehr zurückhaltend. Ich glaube es nicht, weil da irgendwer gegen irgendwen und so weiter irgendwelche Bomben in der Hand hat. Sondern ich glaube, Norbert Hofer auch zeigen will, dass ihn das gar nicht interessiert. Es war völlig zu Recht, ja. Kritisieren Sie ja, dass er, es gibt diese Behördenstellung als Nationalratspräsident, Behörde unter Anführungszeichen, wo er schon klar was sagen müsste, dass das eben nicht gut ist oder nicht gescheit ist, was auch immer. Aber als Politiker, der eben auch ist und heute vorrangig war, ist es vielleicht gar keine so schlechte Taktik, wenn man sagt, ja, was kümmert sich die Eiche, wenn sich die Sau dran wälzt. Ne? Na gut, dann machen wir. Das Volk möchte Blut sein. Ne? Das Volk möchte kein Blut. Und die Wahrheit ist das Gegenteil der Lüge, aber nicht das Gegenmittel. Das ist einfach echt auch der Punkt. Gut, ja. Damit machen wir Schluss für heute. Ich darf Dankeschön sagen fürs Mitmachen, fürs Analysieren, fürs Diskutieren. Danke fürs Dabeisein. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie noch auf das folgende Programm aufmerksam machen. Wir zeigen Ihnen jetzt gleich eine brisante Brennpunktdokumentation aus Weißrussland. Lukaschenko, der letzte Diktator Europas. Dieser Film zeigt Ihnen, wie dieser Mann seit Jahrzehnten sein Land kontrolliert, aber vielleicht ja nicht mehr lange. Nächste Woche sitzen wir wieder an dieser Stelle mit einer kleinen feinen Runde und sprechen über das ORF-Sommergespräch mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Bis dahin, tschüss.